Was ich sagen wollte, ist, mir geht das Haus auch nicht mehr so aus dem Kopf. Also ich habe jetzt, ja, den ganzen Tag denkt man natürlich darüber nach, könnte das das Haus sein für uns? Ist es das Richtige? Können wir mit der Lage leben? Wie gesagt, die Lage ist super schön, aber... Hallo Leute, guten Morgen und willkommen zu einem neuen Video. Ich sitze heute mal ausnahmsweise hinten. Wir sind heute schon relativ früh unterwegs. Heute ist Samstag, also ihr seht das Video genau einen Tag später. Ja, mir war irgendwie heute nach Long und zwar gehen wir jetzt auf eine Hausbesichtigung. Ihr wisst ja, dass wir schon länger so nach Grundstücken und Häusern gucken und ehrlich gesagt ist das gar nicht so unser Wunschzielort, wo wir da jetzt heute hinfahren, aber wir haben gemerkt, dass man sich das auch leider nicht so aussuchen kann. Deswegen ja, schauen wir uns heute ein Haus an. Das ist ein Bungalow und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Auf den Fotos sah der wirklich sehr, sehr schön aus. Allerdings muss man da noch wahnsinnig viel machen. Muss man sich jetzt mal live angucken. Hallo Navi. Und ja, und dann haben wir heute Mittag auch noch ein Sommerfest vom Kindergarten von Milan. Da gehen wir hin. Heute ist das Wetter leider nicht so gut. Also wir sind auch ja, mit langen Ärmeln und mein Mann hat sogar eine Jacke an. Es ist echt krass, krass abgekühlt. Im Gegensatz zu noch vor ein paar Tagen, wo es über 30 Grad war. Wir gehen doch nicht. Milan, wir gehen nicht in den Kindergarten, aber du hast nachher ein Sommerfest vom Kindergarten. Ich gehe nur auf das Fest vom Kindergarten. Hat schon Panik, dass er in den Kindergarten muss. Oh Gott. Ja, und dann heute Abend spielt auch Deutschland. Heute Abend, wann spielt Deutschland? Um wie viel Uhr? Okay, danke schön fürs Gespräch. Auf jeden Fall werde ich da auch noch eine Verlosung machen. Auf Insta heute. Und verlose Schmuck. Passend zum Deutschlandspiel, je nachdem wie viele Tore fallen. Und ja, das ist mein Tagesablauf. Ich sehe auch noch hardcore verschlafen aus. Jetzt bin ich irgendwie müde. Oh nein! So, wir sind wieder im Auto, haben uns die Immobilie angeguckt. Ehrlich gesagt kamen jetzt auch direkt die nächsten Leute. Das ist so krass. Also, ach, Immobilien gehen momentan weg wie nix, da die Zinsen ja so gut sind. Und ja, also, ach, wir sind jetzt so ein bisschen im Zwiespalt. Also die Immobilie war wirklich sehr, sehr schön. Es ist wirklich ein sehr großes Haus, sehr lichtdurchflutet. Ein toller großer Garten dabei. Die Lage ist allerdings nicht so optimal. Es ist zwar hier super schön zum Wohnen, es ist aber jetzt von unserem Gebiet, wo unser Lebenszentrum sozusagen sind, wo unsere Eltern sind, wo mein Mann sein Büro hat, ist es schon weit weg, sage ich mal. So ungefähr 40 Kilometer, das ist schon viel. Da muss man jetzt natürlich überlegen, ist es mir das wert oder nicht. Ne? Müssen wir uns jetzt überlegen. Wir haben uns jetzt so ein bisschen noch die Gegend angeguckt, so ein bisschen hier rumgefahren. Es ist auch wirklich sehr, sehr schön hier. Und ja, jetzt müssen wir eigentlich noch eine Kleinigkeit einkaufen. Oh, das ist auch ein schönes Haus hier drüben, sehr schön. Also es gibt echt schöne Häuser hier, schön zum Wohnen. Und ja, wir müssten eigentlich noch mal einkaufen gehen, weil für das Sommerfest von Milan müssen wir ein bisschen was zum Grillen mitbringen. Und ja, ich denke, das werden wir jetzt machen. Meine Schwägerin hat auch gerade angerufen, die wollten eigentlich heute Urlaub mit uns buchen. Wahrscheinlich fahren wir doch noch mal in Urlaub jetzt im Sommer. Ja, aber das schaffen wir heute irgendwie zeitlich nicht. Dann werden die jetzt alleine ins Reisebüro mal gehen und mal schauen und uns Angebote schicken. Ja, und ansonsten sollte ich mir mal die Haare anständig machen. Werde mich dann eh nochmal wahrscheinlich umziehen oder so. Und ja, mal gucken, was sich ergibt. Ist auf jeden Fall voll aufregend sowas. Oh, ich bin irgendwie total aufgeregt. Ist ja schon eine echt richtig große Entscheidung sowas, ob man jetzt ein neues Haus kauft oder nicht. Also es ist ja schon eigentlich eine Lebensentscheidung. Und da muss man auch vielleicht erstmal drüber schlafen, weil ich bin immer so ein Mensch, ich bin schnell für was zu begeistern und sage dann schnell ja, ja, ja. Aber bei so Sachen muss man wirklich drüber schlafen und das alles abwiegen und auch sich ausrechnen, was für Kosten noch auf uns zukommen, weil man müsste wirklich viel renovieren, also wirklich viel. Und alles, eigentlich alles, ist halt 70er Jahre und hat halt zuletzt eine alte Oma drinne gewohnt, voll süß, 85 war die. Und ja, ist natürlich dann jetzt nicht so, dass wir da so einziehen würden, ist natürlich nicht modern oder irgendwas. Müsste man halt alles neu machen, da muss man halt gucken, ob sich das dann noch rentiert, ne? Ob wir das uns auch leisten können, ganz einfach. Und ja, also wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ja? Oh Gott, alles ausräumen. Hab jetzt gerade zu Mittag gekocht. Wir müssen jetzt noch ganz schnell die Sachen alle ausräumen.
Und ja, wir sind ein bisschen spät dran gerade, haben uns ein bisschen mit der Zeit verschätzt. Es ist einfach schon 14:45 und um 14:00 geht das Fest los. Das schaffen wir leider nicht pünktlich, wegen dem Immobilientermin noch. Aber ja, ist nicht so schlimm, dann kommen wir halt ein bisschen später. Es ist eh ziemlich kalt heute draußen. The Master of the Kühlschrank. Weißt du? Die noch mit heute. 1.8. Der David, der räumt immer den Kühlschrank auf. Der macht das immer auch viel ordentlicher als ich. Viel, viel ordentlicher. Ja. Das ist gar kein Ausdruck, wie ach, du, schön es am Ende ist. Du übertreibst auch immer echt. So, wir haben jetzt gegessen. Ich habe mir jetzt einen wärmeren Pulli angezogen. Ich habe ehrlich gesagt draußen echt gefroren gehabt eben. Die Mina hat auch nochmal einen dickeren Pulli angezogen. Jetzt warte ich, dass mein Mann fertig wird. Noch ein bisschen aufgeräumt und jetzt fahren wir zum Sommerfest. Wäre besser gewesen, wenn schöneres Wetter gewesen wäre, aber gut. Nächste Woche soll es, glaube ich, wieder besser werden. Ich habe nur Angst, dass bei Milans Geburtstag irgendwie so ein schlechtes Wetter ist, weil das wäre halt echt doof, vor allem mit Regen oder so, weil wir ja draußen feiern werden. Ja, ich habe auch übrigens schon sein Geschenk ausgesucht, oder wir haben sein Geschenk ausgesucht, wir müssen es noch bestellen. Und ganz viele von euch wollten ja wissen, was ich auf die Wunschliste für den Milan gesetzt habe. Ich zeige euch die nachher mal, wenn ich an den Computer gehe. Es war wirklich so, so schwierig. Erstens hat er schon wirklich viele Spielsachen. Ich wollte auch Sachen draufschreiben, die nützlich sind und nicht nur Spielsachen, aber es sind jetzt doch echt viele Spielsachen geworden. Und habe halt versucht, mich irgendwie reinzuversetzen, worüber er sich freuen könnte oder wo ich weiß, dass er gerne mitspielt, weil das irgendwie bei Freunden schon gehabt hat oder so. Und ja, habe da halt eine Wunschliste erstellt für Freunde. Und es war echt, oh, es war echt schwierig. Also ich meine, so 3-4 Sachen fallen einem vielleicht ein, aber nicht für 20 Leute oder so, ne? Also das war echt ein bisschen viel. Ich habe auch gesagt, dass manchmal wir uns auch einfach größere Sachen wünschen, dass die Leute irgendwie zusammenlegen können oder so. Und generell natürlich die Leute immer selber entscheiden können oder selber sich was aussuchen können. Aber ich weiß, wie das ist, wenn man für Kinder was kaufen soll. Ich bin immer dankbar für eine Liste. Also mir hilft das immer voll weiter. Und ja, der Milan, der äußert sich jetzt nicht so viel, was er sich wünscht. Er hat nur gesagt, er möchte einen Roller haben. Und den kriegt er von meinen Eltern, der kriegt er so einen Roller. Und muss aber auch sagen, wir haben schon ein Fahrrad, wir haben Bobbycar. Wir haben da eigentlich schon viele Sachen. Und von uns bekommt er ein Auto. Das muss ich euch nachher mal zeigen. Das ist so, so cool, oh Gott. Und ja, habe ich sonst noch was zu erzählen gerade? Nein. Oh, muss ich mal meine Haare gewaschen, ey. Oh, naja. Ich habe aber gerade dieses Spray von L'Oreal ausprobiert für meine Geheimratsecken. Ich finde es gar nicht so schlecht geworden, oder? Weil hier und hier mir ja die Haare irgendwie nicht mehr nachwachsen. Dieses Touch-Up oder wie das heißt, kann ich euch nachher nochmal zeigen. Und voll viele haben gesagt, das wäre voll schlecht, aber ich finde es gar nicht so schlecht. Allerdings muss man es wirklich von Weitem sprühen. Wenn man es zu nah sprüht, ist es zu fleckig. Ich habe erstmal geschaut, wie das vom Sprühen rauskommt und habe es in die Toilette gesprüht, um zu gucken. Aber ich glaube, von der Farbe ist es gar nicht so, so schlecht. Ich glaube, es ist okay. Ja. Yes. Super! Mila hat schon eine Medaille bekommen für besonders gutes Eierlaufen. Nein, noch was. Super! So, wir sind jetzt wieder zu Hause. Das Sommerfest war richtig schön. Ich habe jetzt gerade hier noch eine Verlosung auf Insta gestartet. Also, falls ihr mir noch nicht folgt, ich mache da regelmäßig auch mal Verlosungen von Schmuck diesmal. Und ja, meine Schwägerin und ihr Mann, die haben jetzt geschaut wegen Urlaub. Jetzt muss ich die Hotels gerade mal überprüfen am Computer, weil wir jetzt da nicht dabei sein konnten aufgrund vom Sommerfest. Und guck jetzt mal, was die da so rausgesucht haben. Und ja, mein Mann, der guckt schon im Hintergrund Fußball, aber Deutschland spielt erst in 2 Stunden, also habe ich noch ein bisschen Zeit. Bis dahin wollte ich den Milan noch geduscht haben und ein bisschen aufgeräumt haben, weil das habe ich heute Morgen überhaupt nicht geschafft. Ja, genau. Aber das Fest war echt super schön. Der Milan hatte total viel Spaß gehabt. Das war echt so, so süß, wie er mit seinen Kindergartenfreunden da gespielt hat. Also der ist da immer ohne uns rumgerannt und so, war total goldig. So, mein Mann betätigt sich jetzt etwas handwerklich hier. Wir haben nämlich so eine Bank bestellt fürs Bad, weil da ist die ganze Zeit Wickelkommode und ehrlich gesagt geht die uns schon richtig auf die Nerven, weil die auseinanderfällt, zeige ich euch gleich. Und wir wollten da so eine Bank hinmachen, wo man sich hinsetzen kann und wo unten auch so ein bisschen Stauraum ist. Mal schauen, ob er das schafft, heute aufzubauen. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn die Wickelkommode endlich wegkommt. Würdest du dich auch freuen, wenn die Wickelkommode wegkommt? Nee, ich habe jetzt nicht viel Zeit hier. Oh, 0:08. Ja, wie viel hast du denn Zeit jetzt? Halbe Stunde nicht mal. Schaffst du eh nicht wahrscheinlich. Nee, auf
bei deinem Tempo? Halt die Klappe. Mein Mann ist ja immer etwas langsamer unterwegs, wenn es bei solchen Zahlen ist. Oh. Ich bin nur ordentlich wach. Die Mama filmt, Schatz. Ja, ich habe mir auch was Bequemes angezogen. Jetzt zu Hause chillen. Ich habe auch gerade geduscht. Und Milan sitzt in der Badewanne. Und ja, ich wollte euch nochmal die Wickelkommode zeigen. Denn Milan ist ja jetzt auch viel zu groß dafür. Der hängt mit dem halben Körper, hängt er hier drunter. Und ich muss sagen, die ist von der Qualität nicht so geil. Die hatten wir damals über Amazon bestellt. Aber die fällt echt auseinander. Also wir können die auch nicht für ein weiteres Kind noch benutzen. Die Schubladen klemmen, es geht gar nicht mehr auf. Obwohl die optisch sehr, sehr schön war, aber ja, ich glaube, die hat jetzt auch ihren Dienst erfüllt. Also so sieht die aus, also die kommt dann komplett weg und dann wollen wir hier halt diese Bank hinstellen. Dann kann der Milan sich morgens draufsetzen, ich kann den umziehen und wie gesagt, da kommen auch so Körbchen rein, wo seine Kleidung dann drin ist. Weil ich habe jetzt hier momentan immer seine ganzen Schlafanzüge. Ja, und das hier klemmt schon total, also da komme ich gar nicht mehr richtig dran. Das seht ihr, das fällt schon wirklich auseinander. Also ich bin froh, wenn das Ding wegkommt und ja, das meiste Zeug davon brauche ich sowieso nicht mehr, dann kann ich es auch wegpacken. Milan sitzt ja schön in der Badewanne. Zeig mal deine Schleichtiere. Der liebt die Schleichtiere, der spielt so gerne damit. Hat ja auch irgendwie 30 oder 40 Stück mittlerweile von denen. Aber er liebt es damit zu spielen und also, die haben sich auf jeden Fall rentiert für den Milan. Verschenke ich auch total gerne, ist auch immer eine gute Geschenkidee sowas. Auch eine hübsche Aufnahme so neben dem Windeleimer. Auch ein schöner Duft, der hier rüberkommt, aber gut, dazu geht's. Was ich sagen wollte, ist, mir geht das Haus auch nicht mehr so aus dem Kopf. Also ich habe jetzt, ja, den ganzen Tag denkt man natürlich darüber nach, könnte das das Haus sein für uns? Ist es das Richtige? Können wir mit der Lage leben? Wie gesagt, die Lage ist super schön, aber es ist halt ein Stück zu fahren zu meinen Eltern oder zu Davids Eltern und auch zum Büro. Das ist so, meine Schwägerin wohnt um die Ecke und noch eine gute Freundin von mir, die Laura, die ihr auch kennt, die wohnt auch um die Ecke. Aber ja, es ist eigentlich nicht so unsere Lage. Jetzt muss man überlegen und abwiegen, ist es das, was wir uns vorgestellt haben oder nicht. Aber das Haus geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Ist echt schön. Kann man viel draus machen. Also ich kann das schon mir so visuell wieder vorstellen, wie das eingerichtet aussieht. Aber das wäre auf jeden Fall sehr viel Arbeit. Sehr, sehr viel Arbeit, die da auf uns zukäme. Ja, haben wir da Lust oder nicht, ist die Frage. Haben wir die Kohle dazu oder nicht, ist die Frage. Ja, nicht nur Lust. Zeit, Geld, alles. Okay, mein Mann hat mich gerade gerufen und gesagt, die Qualität ist nicht so gut. Jetzt wollte ich mir das auch nochmal angucken. Also die Körbchen, ja, geht so. Da ist der Deckel von dieser Truhe und das ist der Korpus. Also ich muss auch sagen, hier sind überall abgeblättert. Es ist auch nicht schön lackiert, wenn man das jetzt mal so sagen möchte. Also mega geil ist es jetzt nicht von der Qualität. Weiß ich jetzt nicht, ob wir das weiter aufbauen sollen oder ob wir es lassen sollen. Bin jetzt nicht so sicher. Es ist ganz süß so, aber ja gut. Bilder halt, ne? Wir haben das bei Wayfair bestellt. Da hatten wir auch Milans Kinderbett her. Da sind wir eigentlich sehr zufrieden mit. Aber das, ich müsste jetzt mal aufgebaut sehen. Es ist wahrscheinlich nicht der Oberreißer, aber es ist ganz niedlich eigentlich. So, wir haben ja heute Mittag schon warm gegessen, einmal im Sommerfest gegrillt und dann noch Mittag Spätzle. Ich glaube, das reicht mit warm. Deswegen machen wir jetzt ein bisschen Brotzeit. Wir haben auch frisches Obst und Gemüse vom Marktgut, unter anderem Tomaten und dann noch ganz viel Obst, was wir bestimmt nachher noch essen werden. Mein Mann hat schon Kirschen gegessen und ja, machen uns eine Tasse Tee dazu. Deutschlandspiel hat schon angefangen, steht noch 0-0. Mein Mann ist immer noch mit der Bank beschäftigt, aber ich glaube, der sollte das jetzt auch mal beenden und runterkommen. 1-0 für Schweden, das ist doch nicht wahr. Alter Schwede. Oh mein Gott, wenn wir das verlieren, sorry, aber das ist schon ein bisschen peinlich irgendwie, ne? Also als amtierender Weltmeister, beide Spiele gleich zu verlieren, das wäre echt eine Schande. Also ich hoffe, dass wir da noch was retten können, aber wir sind schon bei Minute 41. Ich weiß es nicht. Im Moment habe ich da ehrlich gesagt nicht so ein gutes Gefühl. Jawoll! Ja! Wir haben noch ein Tor geschossen! Die Hoffnung ist da. So, jetzt bitte noch eins und dann ist alles gut. Himmel, Herrgott. Also Fußball läuft noch, aber ich wollte euch das jetzt mal aufgebaut zeigen. Also so sehen die Körbchen aus. Ich wollte halt auch wieder Kleidung reintun und dann macht man die hier unten so rein. So, passen halt genau rein. Ja, und so sieht das dann aus. Dann kann man sich hier hinsetzen. Ich überlege, ob ich hier noch
ein Polster bestellen muss, soll, dann würde ich aber hier so Klebestreifen machen, dass es nicht verrutscht. Aber seht ihr, was wir meinen? Es ist halt überall so. Also es ist nicht optimal. Ich werde auf jeden Fall denen schreiben. Vielleicht können die einen Preisnachlass machen oder so, weil es war jetzt nicht optimal. Mein Mann ist immer sehr verärgert bei so Sachen. Jetzt hat es aber trotzdem aufgebaut. Ja, aber ansonsten finde ich die Bank eigentlich ganz goldig, oder? Oh mein Gott, also ich bin ja kein Fußballfan, aber ich muss sagen, eben ging mir auch die Pumpe. Und bei EM und WM und so, da bin ich auch immer voll dabei. Und das war ja jetzt wirklich mega knapp bei dem Spiel. Gott sei Dank haben wir es noch so gerade so geschafft. Also mein Herz ist echt so gegangen. Und wir haben gerade voll geschrien auf der Couch, dass wir noch 2-1 gewonnen haben. Ehrlich gesagt habe ich es jetzt zum Schluss nicht mehr dran geglaubt. Aber ja, richtig, richtig geil. Jetzt kann ich beruhigt ans Video schneiden gehen von diesem Video. Und ich wollte euch ja auch noch Milans Wunschliste zeigen. Das mache ich nämlich jetzt genau. Also es hatten ja so viele gefragt. Wir haben zum Beispiel einige Sachen vom Playmobil. Hier die Arche Noah oder hier so von Cars. Das ist so was, wo die Farbe wechseln, die Autos. Dann habe ich hier eine Carrera-Bahn mit drauf. Das sind jetzt alles große Geschenke, die von der Familie oder für die Familie sind. Dann ein Schleichbauernhof. Dann vom Playmobil die Schatzinsel und das Piratenschiff zum Beispiel. Und für Freunde habe ich dann etwas kleinere Geschenke natürlich. Da habe ich Autos von Cars zum Beispiel, den Kinderspielplatz vom Playmobil, dann auch noch Tonis Hörfiguren. Einmal den Sharky, den liebt er nämlich total, da gibt es verschiedene von. Und dann noch meine schönsten Schlaflieder. Dann das Waterwow, weil das haben wir schon und das funktioniert gerade nicht mehr. Das ist schon ein bisschen ausgelutscht. Neue Gummistiefel, Bücher, ein Stofftier, Handtuch und auch generell sehr viele Spiele. Walkie-Talkie ist noch dabei, sehr viele Spiele, die ihr mir empfohlen hattet. Und Stempel, alles Mögliche. Eine Trommel, ja. Ja, und das war unser heutiger Tag. Ich mache mich jetzt ans Video schneiden, damit ihr auch morgen um 11 Uhr das Video sehen könnt. Es ist jetzt schon ein bisschen spät geworden wegen dem Spiel. Jetzt ist schon 10 Uhr abends. Aber ich muss natürlich das Deutschlandspiel auch verfolgen. Ich hoffe, der Tag mit uns hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal am Mittwoch um 17 Uhr auch wieder dabei. Bis dahin einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss.